Hallo, mein Name ist André Leubel von www.changenow.de und ich heiße dich herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Reihe, wie du effektiv und schnell deine Ziele erreichen kannst. Und weil das ein schneller und effektiver Podcast ist, steigen wir auch direkt ein. Tipp Nummer 1. Monotasking. Monotasking bedeutet, du richtest deinen Fokus auf eine einzelne Aufgabe und du reduzierst Ablenkung und Unterbrechung. Das ist nämlich sehr wichtig. Wir leben nämlich in einer sogenannten Überkommunikationsgesellschaft. Das bedeutet, du kommunizierst per Telefon, per Handy, per Brief, per E-Mail, per Xing, per Twitter, per Facebook, per LinkedIn und. Und du kannst den ganzen Tag damit verbringen, über diese Medien zu kommunizieren, ohne dass du wirklich etwas getan bekommst. Natürlich sind diese neuen Medien wichtig und es ist auch wichtig, dass du sie nutzt, doch es erfordert Organisation. Denn sonst gehst du wirklich sehr schnell in dieser Flut von Kommunikation und Information verloren. Wenn du eine Sache tust und diese dann unterbrichst, dann brauchst du im Schnitt gut 20 Minuten, bis du wieder wirklich voll in der Aufgabe drin bist. Das heißt, wenn du etwas tust, unterbrichst es, brauchst du im Schnitt 20 Minuten, um wieder denselben Workflow zu haben wie vorher. Und das kostet dich natürlich eine Menge Zeit und Energie. Die Lösung heißt also Monotasking. Das bedeutet, du setzt dein volles Engagement für eine einzelne Sache ein für einen bestimmten Zeitraum. Denn mit Multitasking, wie es heute wirklich so oft praktiziert wird, rührst du nur in der grauen Zone rum. Diese graue Zone, wo du so viel gleichzeitig tust, aber nichts wirklich gut. Das heißt, Multitasking führt nicht nur zu mittelmäßigen Ergebnissen, sondern auch zu Stress. Denn Multitasking ist anstrengend und Energieverschwendung. Stell dir einfach mal vor, du fährst Auto und du willst jetzt von A nach B. Du fährst los und doch nach 100 Metern bremst du, hältst an, steigst aus und tust irgendetwas anderes. Und dann steigst du wieder ein, fährst wieder los, gibst wieder Gas, nach 100 Metern bremst du wieder, steigst wieder aus, machst was anderes und dann steigst du wieder ein, fährst weiter, fährst vielleicht 200 Meter, dann bremst du, steigst aus, machst irgendwas anderes. Das macht keinen Sinn, du merkst es. Du verbrauchst Benzin, du verbrauchst Bremsen, du verbrauchst Zeit und du verbrauchst ganz viel Energie und vor allen Dingen, du kommst nirgendwo hin. Und genauso ist es mit Multitasking. Du tust etwas, unterbrichst es, brauchst wieder eine Zeit, bis du wieder auf der Straße bist, bis du wieder fährst, bis du wieder im Workflow drin bist. Und dann, wenn du gerade drin bist, dann unterbrichst du es, tust etwas anderes. Und so verschwendest du auch deine Zeit, deine Energie und kommst auch nicht wirklich an, wo du hin willst. Das heißt, verabschiede dich von der Vorstellung des Multitasking, dass es cool ist, irgendwie so 12 Sachen gleichzeitig zu tun und unheimlich beschäftigt zu wirken, denn das bringt dich nicht vorwärts. Was dich vorwärts bringt, ist Monotasking, das heißt, arbeite in Blöcken. Nimm dir eine Aufgabe, wirklich eine, und arbeite dann 45 Minuten konsequent nur an dieser einen Aufgabe. Dann mach 10 Minuten Pause und das ist wichtig, dass du Pause machst, damit du ein bisschen abschalten kannst und wieder ein bisschen zur Ruhe kommen kannst. Und wenn du die 10 Minuten Pause gemacht hast, dann nimm die nächsten 45 Minuten und arbeite an entweder demselben oder an einem anderen Projekt. Doch arbeite immer nur an einer Sache. Das heißt, du kannst heute damit anfangen, dir deinen persönlichen Tagesplan zusammenzustellen. Das heißt, du kannst anfangen, dir einen Plan zu erstellen, wann du an welchen Aufgaben arbeiten willst und wann du welche Pausen machen willst. Also die Pausen sind wichtig, also die Pausen nicht vergessen oder verschludern oder so denken, oh, Pause brauche ich nicht, ist was für Weicheier. Du brauchst diese Pausen. Du brauchst diese Pausen, damit du dich wieder mit Energie aufladen kannst, damit du ein bisschen tanken kannst, damit du frische Luft tanken kannst, damit du was trinken kannst, damit du was essen kannst. Also Pausen sind wichtig und plane sie mit ein. Und wenn du dir dann deinen Tagesplan gemacht hast, dann setz ihn um. Ich meine, natürlich werden immer wieder Unterbrechungen dazwischen kommen. Es werden Anrufe kommen und es werden auch andere Unterbrechungen kommen. Doch es ist wichtig, dass du nicht dir selbst auch noch Unterbrechungen schaffst, sondern dass du für dich einen Raum schaffst, in dem du auch wirklich arbeiten kannst, in dem du wirklich etwas getan bekommst für deine Ziele. Wenn du also etwas tust, dann tu es zu 100%. Und das Geheimnis hier, damit das auch wirklich funktioniert, ist natürlich auch
deine persönliche Umsetzung. Das heißt, dass du es wirklich tust, dass du wirklich hingehst und dir einen Plan machst, dass du ab jetzt anfängst, in Blöcken zu arbeiten, dass du eine Aufgabe nimmst und dich wirklich 100% dieser Aufgabe verschreibst und nur diese Aufgabe machst. Und wenn du fertig bist, dann machst du das nächste. Im Zen heißt es so schön, wenn du gehst, dann gehe. Und wenn du sitzt, dann sitze. Und wenn du isst, dann esse. Und genau diese einfache Weisheit können wir auch auf unser Arbeitsleben übertragen. Wenn wir E-Mails beantworten, beantworten wir E-Mails. Wenn wir eine Präsentation vorbereiten, bereiten wir eine Präsentation vor. Wenn wir einen Bericht oder einen Artikel schreiben, dann schreiben wir einen Bericht oder einen Artikel. Und wenn wir networken, dann networken wir. Probier es für dich aus, das Monotasking, und du wirst merken, dass du viel, viel mehr erreichen kannst in derselben Zeit, als wenn du Multitasking praktizierst. Alright, das war Tipp Nummer 1, wie du schneller und effektiver deine Ziele erreichen kannst. Mein Name ist André Leubel von www.changenow.de und wir hören uns schon bald wieder mit dem nächsten Tipp, das ist dann Tipp Nummer 2, wie du schneller deine Ziele erreichen kannst. Bis dahin wünsche ich dir noch alles, alles Liebe, eine fantastische Zeit und viel Erfolg mit dem Monotasking. Bis dahin, ich bin raus, mach's gut, ciao.